Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zurück, ja, in Dorfleben Küste. So, wir gucken gleich erstmal rein, was hier die Aufgaben sagen, denn ich bin doch weitergekommen, als ich gedacht habe, ja. Ich hatte das letzte Mal tatsächlich befürchtet, dass ich, mir doch besser keinen Baum kaufen sollte. Und es kam dann natürlich auch so, dass ich für das Event diesen Moosbeerentopf brauchte. Na gut, dann habe ich mir halt den gegönnt. Was soll's, ne? Müssen wir da halt irgendwo vorwärts kommen, habe ich auch geschafft. Und ja, bin ja mittlerweile bei Aufgabe 14 von 16. Und naja, die schließen wir jetzt auch glatt mal ab hier, würde ich sagen. Sehr schön. Und dann gehen wir gleich mal in die 15. Oh mein Gott, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikro gekommen. Nein. Guck mal, was Aufgabe 15 von uns will. Wir brauchen 12 Truhen, die wir ausgraben sollen. 60 Preiselbeerkuchen sollen wir backen und 8 Zimtkekskuchen mit Moosbeeren sollen wir machen. Naja, gut, also das sollte ja wohl auch hinzukriegen sein. Dann schicken wir doch mal unsere kleinen süßen Tierchen alle raus, damit die Kisten einsammeln können. Ach, ist doch wunderbar. So, nebenbei werde ich aber hier mal weitermachen mit den Kirschsäften. Die brauche ich nämlich hier oben gerade für Daryls Abenteuer. Ja, auch da geht es so langsam aber sicher vorwärts. Und warte mal, Daryl, gib mir mal, Daryl, geh mal hier hin und gib mir jetzt mal bitte dein Geschenk. Nein, ich will dein Geschenk haben. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und hier mit diesen Aufgaben, mit der Aufgabenreihe hier auf der linken Seite, bin ich auch einiges schon weitergekommen. Und zwar bin ich jetzt beim Süßigkeitenhäuschen angekommen. Und da soll ich ja auch das ein oder andere machen. Na gut, den Spinnencupcake, den kann ich gerade nicht machen, weil ich meine Energie sparen möchte. Aber die Oreo-Tuppen haben wir schon mal gemacht. Und dann ernten wir auch mal die Oreo-Pflanzen ab. Mmh, lecker, lecker, lecker. Ah, wunderbar. Gut, wir machen aber erstmal hier weiter. Dann gucken wir mal zur Insel. Na gut, da können wir die Quest ja auch auf, aufmachen und uns angucken. 60 Kuchen. Alter Schwede, das ist schon ganz schön heftig. Dann müssen wir hier rein. Und Preiselbeerkuchen. Oh, den kriege ich noch nicht mal hin. Was fehlt mir denn? Warten Sie mal. Was fehlt mir denn? Nein, ich will keine Werbung gucken. Honig. Mir fehlt Honig. Ach, du lieber Himmel. Naja gut, aber ich würde sagen, wir machen ja trotzdem mal die ganzen Preiselbeerkuchen. Voll Kaliber hier, 5er. Die anderen 5, die kann ich mir noch nachholen. Dankeschön fürs Helfen, fürs Putzen. Und dann gehen wir zurück und pflanzen doch gleich mal etwas, ja, ich würde sagen etwas Klee an, ne? Damit wir hier, ja, ich weiß, ja, leck, 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 leck. Und da ist es schon vorbei. Pflanzen wir gleich nochmal ein bisschen Klee an hier, damit wir den Honig auch rankriegen, den letzten. Ich würde sagen, da mache ich gleich mal ganz viel. Dann kann ich dafür meine Energie verbraten und dann ist gut. Na, dann können wir hier den Hummelflug nutzen. Und dann ist doch die Welt auch in Ordnung. So, dann sollen wir Zimtkekskuchen vorbereiten. Oh, guck mal. Haben wir alles soweit durch? Habe ich schon wieder viel zu viel Energie verballert hier. Na, ganz toll. So, das läuft. Das kann ich dann im Lauf des Tages dann abschließen, denke ich mal. Das sollte ja kein Problem sein. Ich lasse das einfach laufen und gut ist. So, dann schaffe ich höchstwahrscheinlich, ja doch, ist ja die vorletzte Aufgabe, je nachdem, was dann die letzte Aufgabe ist. Nicht, dass ich da wieder irgendwas ganz, ganz, ganz Spezielles brauche. Sollte ich denn dieses Event tatsächlich abschließen können, worüber ich mich natürlich sehr freue. Weil so angefangene Events ist immer ein bisschen blöd, ja. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier noch registrieren können. Fällt uns hier irgendetwas gleich ins Auge, was hier rumblitzelt und blinkelt? Nö, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Den Stuhl haben wir schon registriert, ne? Den gab es ja bei der Halbzeit. Den schönen Liegestuhl. Nö, sieht echt nicht so aus. Bei den Maschinen möchte ich noch nicht.
Haben wir, wir gucken hier mal durch. Schweinchenhausboden. Ja, nö. Halt, da war was. Paula Adventskranz. Ach, den habe ich nicht registriert. Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also sowas. So, haben wir das auch. Dann geht es hier weiter in einer ganz normalen morgendlichen Routinerunde, ja. So. Und dann gucken wir hier rein. Die nächste Runde des farmigen Dinners ist eröffnet. Es geht wieder los. Und natürlich habe ich hier keinen Cayenne-Pfeffer. Es ist ja ein Traum. Es ist ja wunderbar. Na gut, soll nicht das Problem sein. Dann machen wir halt von allem anderen etwas mehr. Aber wobei das dann meistens, es geht ja nicht auf, ne? Oh Gott. Oh Gott, das ist ja hier. Klasse. Wisst ihr, deshalb habe ich gesagt, ich hebe etwas Energie auf. Ja, ich wusste doch, dass wieder irgendetwas hier im farmigen Dinner. Ach, etwas mehr Aufwand benötigt, wie so oft. Ja. Dann gucken wir doch mal nach diesem Cayenne-Regal oder Pfefferregal. Gucken wir gleich mal, was das kostet. Ist ja nicht verkehrt. Es ist ja nicht verkehrt, ne, wenn man jetzt durch diese, ich sag jetzt mal, Events sich das so nach und nach alles zulegen kann. Bringt er natürlich in die Verlegenheit, immer dafür zu sorgen, genügend FGs zu haben. Na, wir machen mal. Wir machen mal, wir haben ja noch genug. Können wir uns ja auch gleich den täglichen braunen Backstein einsammeln. Und dann gucken wir mal, müsste ja denn bei Sammelstücke sein. Oh, gucke. Können wir uns tatsächlich leisten? Wo stellen wir es denn hin? Ja, ich würde sagen, da ist doch erstmal ganz gut. Gucke, haben wir gleich 12 gekriegt. Das ist doch wunderbar. Alle 6 Stunden kriegen wir da was. So, was ist mit dir hier, mit deinem Fortschritt? Jetzt lass mich doch mal. Ach so, wegen den Kisten. Ja, genau. So. Gleich ein bisschen Milch nebenbei hier noch sammeln. Und dann geht's los. Dann können wir hier auch 6 machen. Na, ist doch wunderbar. Ist doch wunderbar. Ich sage ja, es lohnt sich, seine täglichen FG da einzutauschen. Na, muss man halt bloß dann, also wenn man diesen Weg geht, tatsächlich mehr oder weniger jeden Tag machen. Ja, und immer fleißig die Tierchen hier alles ausbuddeln lassen, damit man immer genug grüne Token behält. Na? Oder bekommt, damit man sich das auch wirklich leisten kann, ja. So, dann habe ich mein Glücksrad heute noch gar nicht gedreht. Und ja, es gibt eine Avocado. Yay. Oh je. So, dann machen wir hier noch weiter. Habe ich überhaupt eins? Ja, tatsächlich. Ach so, nee, warte mal, da steht schon Insel. 1, 2, 3. Verkaufen. Danke. Und du hast einen Bananensplit, den du haben möchtest. Ja, dann können wir hier doch mal was Neues. Jawohl. Wunderbar. Wie viel blauer haben wir denn? 278. Na, es wird so langsam aber sicher. Ja, also. Kann mich nicht beklagen. Es läuft so langsam aber sicher an hier. Na? Wir können uns das bald das erste Teilchen leisten. Sehr gut. Ja, wie gesagt, hier bin ich jetzt bei der 84, also so ein bisschen habe ich noch vor mir. Aber nur gut. Wie gesagt, wir haben mehr Zeit dafür, ne? Da muss ich mich ja jetzt nicht abhetzen, dass ich das schnellstmöglich erledigt kriege, ja. So, hier unten in meinem Testfeld, beziehungsweise in meinem Restefeld, das habe ich ja damals mal angefangen, um, sag ich mal, die Sachen nachzuzüchten oder anzupflanzen, die, naja, wenig sind, ne? Dass ich hier mal so ein bisschen meinen Vorrat steigern kann. Aber wie ihr seht, es sind die ein oder anderen Maschinchen im Endeffekt, die schon wieder auf der Farm gelandet sind. Ja, ich glaube, das wird so nach und nach hier auch wieder ein Maschinenpark werden. Ja, hier brauchte ich die Wraps für die eine Aufgabe. Die Kaffeemaschine habe ich mir wieder rausgeholt. Dann habe ich ja hier diesen traditionellen Steinofen wieder ausgegraben. Den brauchte ich auch für eine Bootsquest, ne? Und all so ein Krimskrams. Also, ja, also alles im Lager immer zu behalten, wird schwierig. Dann tauscht man effektiv immer hin und her. Und naja, ob das dann am Ende so sinnvoll ist,
Ich glaube, das geht einem dann auch irgendwann auf den Keks. So, dann haben wir unseren Kranz doch hier auch erledigt. So, und dann war es das im Endeffekt auch schon, ne? Ich habe doch gar kein Haus. Achso, wegen nicht. Achso, gut, aber dann ist ja, wäre ja ein roter Punkt dran gewesen, ne? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann lasse ich die hier mal fertig ausbuddeln. Dann werde ich wieder meine Besucher hier ran zitieren, ne? Dass ich hier weiterkomme. Ich möchte ja Metropolis 2 Sterne freischalten. Und so ganz weit weg bin ich davon nicht mehr. Ich denke mal, vielleicht nächste Woche werde ich das dann auch erledigt haben. Und dann gucken wir mal, was hier auf der anderen Seite los ist. Ja, das habe ich ja nun so auch noch nicht gesehen. Und gucken wir mal, wen wir da so besuchen könnten. Aber vielleicht muss ich ja da, warte mal, steht da was, was ich als Voraussetzung haben muss? Metropolis 2 Sterne Gäste Bestellung, sobald du eine neue freigeschaltet hast. Okay, also muss ich dann einmal Metropolis 2 Sterne gemacht haben und dann komme ich hier rüber oder wie? Na, das ist doch nicht schlecht, das kann man doch mal machen. Ich sehe, es wird, es wird, es wird. Ja, dann werde ich mal in den nächsten Tagen hier mein Event noch abschließen. Beziehungsweise ist ja nicht mein Event, sondern unser Event. Und ja, dann gucken wir mal. Warte mal, das können wir doch noch mal machen. Mal in die aktuelle Mission reingucken. Registriert, also was ich schon habe, habe ich registriert. Wunderbar. Da gibt es ja dann auch ein FG als Belohnung. Nochmal grüne Token. Genau. Und das scheint ja denn hier so eine, was weiß ich, was das ist. Das ist ein Kätzchen. Voll niedlich. Sonnenliegenkatze, Level 88 lösen, okay. Aha, voll niedlich, sehr gut. Die möchte ich nämlich gern haben, denn ich möchte ja dann meine Farm langsam aber sicher umgestalten, ne? Dass hier die Weihnachtsdeko wegkommt. Das war dann, oder dass ich dann hier mal ein bisschen normale Deko habe, wobei Weihnachten gar nicht mehr so weit weg ist. Theoretisch bin ich bald up to date mit meiner Farm. Es dauert gar nicht mehr so lange. Da sind wir ja schon wieder im Weihnachtsthema drin, ne? Also, eieiei. Ist ja nur noch das bisschen August, September, Oktober und dann geht's ab November schon langsam, aber sicher wieder Richtung Weihnachten. Ui, ja. Naja, aber nichtsdestotrotz werde ich natürlich in der Zwischenzeit da erstmal noch ganz normale Sachen platzieren. Da will ich mal ein bisschen gucken, dass ich da mit Bäumen arbeite als Eingrenzung, weil wie gesagt, das möchte ich ganz gern schon so lassen, ne? Dass wir dann hier den Maschinenpark schön drumherum bauen können und das hier im Endeffekt, ich sag jetzt mal, wie so ein kleiner Erholungspark oder, naja, ihr wisst, was ich meine, wird, ne? So, hier Zucker brauche ich wie immer ohne Ende, ist ja völlig klar, Milch braucht man ohne Ende. Und ja, dann würde ich sagen, komme ich für die Folge schon zum Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich natürlich wie immer, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin, macht's gut. Tiramisu. Tschüss.